Ja, herzlich willkommen hier zu meinem Input von der letzten Generation zum Thema disruptiver Protest oder auch ja Störung, Unterbrechung des Alltags. Ich bin Lars aus der Strategiegruppe der letzten Generation und ja, freue mich, dass ihr euch das jetzt hier anhört. Und zwar, genau, störender Protest, das ist ja ziemlich das Fundament unseres Widerstands bei der letzten Generation. Das haben wir von Anfang an sehr hochgehalten und immer wieder sichergestellt, das, was wir machen, das muss irgendwie stören. Und das hat auch ganz, ganz wichtige Gründe, warum wir das machen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil es ist ganz, ganz wichtig, denken wir, dass wir als Protestbewegung, ob ganz tief bei der letzten Generation drin oder auch nur irgendwie ein bisschen an der Peripherie oder einfach nur aus Interesse, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, eine Klarheit darüber bei uns, warum wir das so machen, wie wir das machen. Weil, ne, unser Ansatz ist ja schon im Vergleich auch zu anderen Protestbewegungen doch etwas dann speziell, was zumindest von den letzten Jahren, was das angeht. Wir sind fest davon überzeugt und handeln dementsprechend, dass so eine Störung, disruptiver Protest, also eine Unterbrechung, dass das ein notwendiger Teil ist für Veränderung, für eine progressive, also für eine Veränderung in einer aus unserer Sicht richtige und wichtige Richtung. Wir kommen nicht drum rum um die Störung. Und um das zu tun, nutzen wir die gewaltfreie direkte Aktion. So ist das ist so ein Begriff, der da auch geprägt wurde, der auch von Martin Luther King verwendet wurde. Laut Wikipedia ist die gewaltfreie direkte Aktion das direkte und unvermittelte Eingreifen in ökonomische und politische Zusammenhänge. Und das ist auch das, was wir machen. Wir versuchen einzugreifen, es nicht einfach laufen zu lassen, wie es gerade läuft, sondern direkt da etwas zu unternehmen, was wir selber jetzt akut tun können, was in unserer Macht steht, jetzt direkt zu tun. Wir sagen dazu friedlicher Protest, friedlicher Widerstand von dem, was wir machen. Aber das auch nur genau so als Erklärung dazu. Und um da auch nochmal jetzt ein bisschen von der Grundlage her einzusteigen, möchte ich euch ein Zitat vorlesen, ein etwas längeres Zitat von Martin Luther King aus seinem ja recht bekannten Brief aus dem Gefängnis in Birmingham. Den hat er 1963 geschrieben und ja, da hat er sich mal ein bisschen Zeit genommen, beziehungsweise er hatte da Zeit, auch mal seinen KritikerInnen zu antworten, die auch sehr, sehr zahlreich waren und nicht nur aus dem Gegenlager, sondern vor allen Dingen auch aus den eigenen Reihen. Das wird auch noch mal in einem anderen Input-Thema sein. Und da geht er nämlich auch darum ein, warum man eigentlich jetzt diese direkten Aktionen macht, ne? Also diese Protestaktionen. Und das würde ich euch gerne mal vorlesen, weil das eine ganz, ganz wichtige, ja, auch eine Art philosophische Grundlage ist von dem, was wir hier machen. Warum direkte Aktionen, warum Sit-ins, Märsche und so weiter? Ist Verhandeln nicht der bessere Weg? Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Forderung nach Verhandlungen. In der Tat ist dies der Zweck der direkten Aktion. Gewaltfreie direkte Aktionen zielen darauf ab, eine derartige Krise zu erzeugen und eine so kreative Spannung aufzubauen, dass eine Gemeinschaft, die sich konsequent geweigert hat, zu verhandeln, gezwungen ist, sich dem Problem zu stellen. Die direkte Aktion versucht, das Problem so zu dramatisieren, dass es nicht mehr ignoriert werden kann. Ich habe soeben das Erzeugen von Spannungen als Teil der Arbeit des gewaltfreien Widerstands erwähnt. Das klingt vielleicht etwas schockierend, aber ich muss gestehen, dass ich keine Angst vor dem Wort Spannung habe. Ich habe ernsthaft gegen gewaltsame Spannungen gearbeitet und gepredigt, aber es gibt eine Art von konstruktiver, gewaltfreier Spannung, die für das Wachstum einer Gesellschaft notwendig ist. Der Zweck der direkten Aktion ist es also, eine Situation zu schaffen, die so krisenhaft ist, dass sie unweigerlich die Tür zu Verhandlungen öffnet. Das hat er 1963 geschrieben. Das ist basiert auch ganz stark auf den Lehren von Mahatma Gandhi eben, des friedlichen zivilen Widerstands. Und daraus können wir ganz, ganz viel lernen, beziehungsweise haben versucht auch daraus zu lernen, dass für unseren Protest eben auf unsere jetzige Gesellschaft und auch auf den jetzigen Missstand, das jetzige Unrecht, ja, Klimakrise, Weltzerstörung und Vernichtung unserer aller Zukunft eben zu entwickeln.
Und wir haben jetzt gehört, es geht eben darum, dass wir eine Krise herstellen, weil die Normalität sozusagen gerade so tut, den Anschein erweckt, als gäbe es gar keine Krise, als gäbe es gar kein Unrecht. Ist ja alles normal, ist doch alles gut so. Gibt doch jetzt ein verbessertes Klimaschutzgesetz, können wir doch eigentlich alle so weitermachen. Was regt ihr euch so auf? Und das ist aber, eigentlich haben wir eine sehr, sehr krisenhafte Situation. Darauf werde ich jetzt hier nicht eingehen. Und deswegen geht es darum, dass wir diese Krise erzeugen, dass eine konstruktive Spannung entsteht, die wir eben brauchen, um wirklich in eine echte Verhandlung zu kommen. Und das geht dann immer einher, um so eine krisenhafte Situation zu erzeugen, so eine Spannung aufzubauen, muss ich irgendwie die Normalität, also den Status quo, der ja für das Unrecht gerade steht, konfrontieren. Es muss eine konfrontative Situation entstehen, weil ohne Konfrontation entsteht auch keine Spannung. Und das schaffe ich eben, indem ich so handle, dass es ja disruptiv ist, dass es unterbricht, dass es stört, normal gesagt. Und das haben wir jetzt nicht erfunden, sondern da gibt es, ja, wir stehen da wirklich auf unfassbar breiten Schultern. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann werden wir merken, dass Leute, die sich für eine bessere Welt im Allgemeinen gesagt eingesetzt haben, auf störenden Protest gesetzt haben, dass es immer notwendig war, aufzurütteln, Staub aufzuwirbeln. Zum Beispiel die Suffragetten Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben auch schon Sportereignisse unterbrochen, selbst mit hohen Risiken und tödlichen Folgen. Die haben ja auch die Kunstwelt gestört, die haben Gemälde kaputt gemacht in ihrem Kampf für Gleichberechtigung, für Frauenwahlrecht. Weiterhin zum Beispiel aber auch natürlich die Proteste von Martin Luther King und die Bewegung um ihn herum gegen die Segregation in den Vereinigten Staaten, also die Trennung zwischen schwarzen und weißen Menschen so in den 1960er Jahren. Und das auch dazu geführt hat, dass die Sachen gemacht haben, die dann halt eigentlich gegen diese Rassentrennungsgesetz waren. Und ja, das natürlich auch massiv den Hass der weißen Bevölkerung auf sie gezogen hat, aber trotzdem war es ein notwendiger Teil von dem, was die da gemacht haben. Und auch etwas in der etwas jüngeren Geschichte, hier bei uns in Deutschland, die Montagsdemonstrationen in der DDR, die ja auch ein störendes Element in sich hatten, weil da sich ja versammelt wurde, weil da dann eine Demonstration gehalten wurde, dann diese Montagsmärsche gemacht wurden. Obwohl das ja dann die Herrschaftsverhältnisse gestört hat, die keinen Widerspruch zugelassen haben. Und dass da ein Widerspruch öffentlich zur Schau getragen wurde, das war ja auch sehr, sehr störend, das transportiert dann eben eine Kraft, das kann dann was entfesseln und dann haben sich ja immer mehr Menschen angeschlossen, trotz Risiko, trotz ja auch eines, ne, war wahrscheinlich nicht allen bekannt, aber ein Schießbefehl, den es ja auch gegeben haben soll. Und auch in der ganz neuen Geschichte, auch wenn man sich jetzt die Klimagerechtigkeitsbewegung anschaut, Fridays for Future hatte auch ein sehr, sehr störendes Element in ihrem Protest. Und das war ja das Schuleschwänzen. Das hat ja die Ordnung gestört, Recht und Ordnung der Schulpflicht. Und ja, wir können uns noch gut daran erinnern, wie die Konservativen ja auch da wirklich geschäumt haben, irgendwie, das kann doch nicht sein. Die Kinder können doch jetzt nicht die Schule schwänzen und den Erwachsenen sagen, was sie zu tun haben. Die sollen das mal den Profis überlassen, hat Lindner da sogar gesagt. Also das hat gestört. Auch das heißt, es muss nicht immer so eine Störung sein, weil es jetzt irgendwie länger dauert oder so, sondern auch einfach eine Störung, weil es irgendwie, ja, weil man sich darüber aufregt, auch gefühlsmäßig, obwohl ich ja eigentlich jetzt in meinem Alltag nicht eingeschränkt bin oder so, aber ich komme trotzdem nicht drum rum. Und was uns auch sehr nahe liegt von unserem Protest her, ist ja auch Extinction Rebellion, wo ich persönlich auch herkomme. Und da ist ein sehr erfolgreiches Beispiel eben auch aus England. In London 2019 haben da 10.000 Menschen so lange und intensiv gestört. Über eine Woche an verschiedenen Punkten in London haben die da gesessen, sodass da echt viel Störung war. Und ja, die Politik da, ne, dann beziehungsweise das dann geräumt werden sollte. Die Polizei aber irgendwann gesagt hat, wir schaffen das nicht. So viele Leute, wie wir schon verhaftet haben, wir kommen da nicht hinterher. Und dann ist plötzlich Raum aufgegangen für echte Verhandlungen. Dann saßen die von Extinction Rebellion plötzlich da mit den hohen politischen Menschen an einem Tisch. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass 2019 England als Nationalstaat, als erster Nationalstaat, den Klimanotstand
ausgerufen hat, was natürlich auch irgendwie eher symbolisch natürlich ist, aber dieser Raum ist aufgegangen. Das war vorher undenkbar, dass England das macht und Deutschland hat es bis heute noch nicht gemacht, weil wir ja uns nie ernsthaft irgendwie, jetzt um das mal zu übertragen, anscheinend an den Tisch setzen konnten und zu fragen, ja, haben wir eigentlich einen Notstand oder nicht? Das wird dann immer so abgetan. Aber das ist genau da passiert und das ist auch maßgeblich auf diese Störung eben zurückzuführen. Wir sehen also, es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Aber es ist immer dieser Moment da, dass es irgendwie irritiert, dass es irgendwie stört, dass ich mich vielleicht auch, ne, über Irritation ärgere ich mich ja auch oft, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, wie ich das erwartet habe. Und das kann sozusagen auf einer rein emotionalen Ebene passieren, also ne, dass ich eben ja das nicht akzeptieren möchte, wenn Kinder und Jugendliche dann nicht mehr zur Schule gehen, aber natürlich auch auf so eine ganz, auf so einer ganz physischen Ebene, zum Beispiel entsteht ein Stau oder irgendwie ein Verkehrschaos in der Stadt, weil eben zentrale Plätze besetzt sind. Und das haben wir ja von Anfang an auch immer versucht, bei unseren Protesten zu machen und da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen schon gemacht und haben immer versucht, das sicherzustellen in unseren Protesten, wo wir gesagt haben, das soll uns jetzt weiter nach vorne bringen, was unsere Effektivität angeht, ja, unseren Einfluss, den wir sozusagen nehmen können, unser Weg in zu einer Situation, die wirklich mal echte Verhandlungen über die Lösung der Klimakrise aufmacht und nicht immer nur die, ja, die Märchen, die uns da sonst immer vorgegaukelt werden, dass hier alles eigentlich noch ganz in Ordnung ist. Und das am Beispiel der Straßenblockade, das war jetzt ganz lange wirklich unser Ding, das so zu machen, also mit ganz, ganz wenigen Menschen für eine größtmögliche Störung der öffentlichen Ordnung zu sorgen und eben das weiter so, den Alltag, das ganz normale, so läuft es halt, zu unterbrechen. Und das ist eben unglaublich wichtig gewesen, weil es natürlich in einer Phase war, wo gerade super wenig Raum in der Gesellschaft und auch Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf war. Es war mit Corona die Zeit zum Beispiel auch. Und aber auch super wichtig, weil ja eben die Klimakrise ganz, ganz tief in unserem Alltag, in unserem Normal hier in Deutschland, ne, in Westeuropa verankert ist. Und das ist dementsprechend wichtig, dass wir das unterbrechen in unserem Protest, weil es dann eben genau zu einer krisenhaften Situation kommen kann, wo Menschen nicht drumherum kommen, außer ja, sich damit auseinanderzusetzen. Wie stehe ich denn zu dem Thema? Das ist genau das, was Martin Luther King auch schon beschrieben hat. Und deswegen können wir festhalten, bei uns, bei unserem Protest, ja, so ein bisschen salopp gesagt, eine Störung ist nicht alles, aber ohne Störung sozusagen alles nichts. Das muss immer wieder da sein, dass wir für uns klar haben, wir müssen so stören, dass es nicht ignoriert werden kann. Dass es stört, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn es zu Gegenwind, ne, dann sozusagen kommt. Da werde ich auch noch in einem anderen Video drauf eingehen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch sehr verständlich, dass, wenn wir das jetzt auch schon so lange machen und auch schon so viel erlebt haben damit, ne, was Gewalterfahrung zum Beispiel angeht oder auch ne, Diffamierung aus der Gesellschaft irgendwie oder auch Kritik aus dem gefühlt eigenen Lager irgendwie, wenn die Grünen sagt, durch die Störung schadet ihr der Sache eher nur, dass wir uns immer wieder sagen, ja, es ist verständlich jetzt vielleicht, wenn auch ein Impuls kommt, ah, vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen runterfahren, jetzt kennen uns doch inzwischen alle schon, das reicht jetzt ja vielleicht auch mit der Störung, dass wir sagen, nein, wir müssen auf dem Schirm haben, ein Raum für echte Verhandlungen ist gerade nicht möglich in dieser Gesellschaft. Das ist ja gerade das Problem. Und da dürfen wir uns auch keine Illusionen drüber machen und dürfen uns dann auch nicht von Beteiligten irgendwie umarmen lassen oder uns auch von uns selbst auch umarmen lassen und sagen, ja, vielleicht ist jetzt auch mal gut. Das ist leider noch nicht an der Zeit. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch ganz viele Sachen machen und auch machen müssen, die nichts mit Störung zu tun haben. Ne? Also auf alle Leute zugehen, immer die Hand zu reichen, einzuladen, mitzumachen, auch allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, ohne jetzt direkt selber an Protest in diesem Sinne, im störenden Sinne teilnehmen zu müssen. Und das, genau, das ist aber die Störung trotzdem immer ein Teil weiterhin bleiben muss. Und im besten Fall, dass sich die beiden Bereiche auch gegeneinander stärken. Die Störenden und die Nichtstörenden und nicht, ja, und da, dass wir uns da nicht gegenseitig den Wind aus den Segeln nehmen, beziehungsweise aber auch immer wissen, auch wenn manche Leute nicht zu
einverstanden sind mit der Störung, müssen wir das trotzdem weitermachen. Dazu gehört auch, dass wir immer schauen und schauen müssen, was ist denn jetzt das richtige Maß an Störung? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und dann natürlich immer zu gucken, auszuloten, wie schaffen wir es gerade auf effektivste Art und Weise und schnellstmögliche Art und Weise angesichts der Situation, diese konstruktive Spannung in der Gesellschaft aufzubauen, die immer größer wird. Und dann müssen wir natürlich auch immer an eine mögliche Eskalation denken. Und das jetzt gar nicht in diesem wilden, negativen Sinne gemeint, sondern im Sinne einer Intensivierung der Störung. Also wenn wir merken, ah, wir kommen damit nicht weiter gerade, es verpufft irgendwie oder es interessiert eigentlich niemanden, es kann ignoriert werden, da müssen wir gucken, okay, wie eskalieren wir denn in unserer Störung? Und das konnte man ja auch immer wieder beobachten, jetzt bei den Straßenblockaden. Wir haben ja auch uns zum Beispiel nur angefangen anzukleben, weil die Polizei uns einfach, entgegen eigentlich versammlungsrechtlichen Bestimmungen und so weiter, einfach von der Straße getackelt hat in Berlin, richtig zu Beginn. Und dann haben wir gemerkt, oh, wenn das so weitergeht, dann stört es nicht genug. Das heißt, wir können ignoriert werden. Und nur deswegen haben wir uns angefangen, auf diese Straße zu kleben. Sollte gar nicht das Markenzeichen werden dieser Bewegung. Aber so ist es dann gekommen. Aber das war sozusagen der Hintergrund dessen. Und als letzten Punkt noch ist es natürlich einfach essentiell, Protest muss stören, damit er genügend Aufmerksamkeit erzeugt, um überhaupt andere Leute zu erreichen. Das ist ein ganz simpler Umstand, aber er ist so, so wichtig, weil wenn wir protestieren ohne Störung, dann kann unser Narrativ, die Geschichte, die wir um den Protest erzählen oder die Fakten, die wir parat haben oder auch das Aktionsbild, das wir kreieren, noch so perfekt sein, noch so kreativ sein und noch so richtig sein, dann kriegt es einfach, ganz hart gesagt, einfach niemand mit. Das habe ich am eigenen Leib schon erfahren dürfen und wie viel Wind einem das selber aus den Segeln nimmt, aber das bringt uns ja auch in der Sache nicht weiter. Ich muss ja die Gesellschaft irgendwie involvieren. Ich muss ja, dass diese Spannung aufgebaut wird und dafür muss ich die ja auch erreichen, die Leute. Und wir haben so eine unglaublich krasse Informationsgesellschaft. Wir alle haben, ne, dann die Arbeit, alle die Aufgaben, die Herausforderungen, die Probleme, die wir alle im Leben haben. Da muss ich erstmal durchdringen, ne, sozusagen in die Aufmerksamkeit der anderen Leute. Und alle sind da auch mit drin, sozusagen. Niemand kann sagen, ja, Klimakrise hat ja mit mir nichts zu tun. Das machen ja nur die da oben oder irgendwie dann die Ökospinner, die machen was dagegen, aber es ist mir ja eigentlich egal. Das ist genau der Punkt. Das ist nicht so. Wir alle stecken mit drin in dieser Klimakrise. Manche mit mehr Verantwortung, manche mit weniger. Niemand ist gänzlich ohne Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in dieser moralischen Frage, die sich auch gerade stellt, dieses bestehende Unrecht der Weltvernichtung, das gerade passiert. Und die Störung sorgt dann eben dafür, dass es unignorierbar ist. Und das ist wirklich was wir dann am eigenen Leib erfahren haben, wie das klappt, wie durch den störenden Protest das sozusagen unseren eigenen Dunstkreis verlässt. Unsere Botschaft, die Bühne, die dann gebaut wird, wo dann plötzlich, ja, ganz Deutschland drauf guckt, was passiert da, was ist da los? Und schon, dass wir dann, als wir dann diese Straßenblockaden gemacht haben und erstmal dann so ein Aufmerksamkeitslevel hatten, dann konnten wir auch Proteste machen, die gar nicht so krass gestört haben, dass nie jemand mitgekriegt hätte. Aber dadurch, dass die Bühne bereitet war, haben das dann auch ganz viele Menschen mitbekommen. Zum Beispiel wie ja, unseren Protest am Grundgesetzdenkmal oder so. Meine Hypothese ist, hätten wir nicht vorher schon ganz, ganz krass gestört auf Straßen, an Flughäfen, in Museen und so weiter, dass das dann verpufft wäre, sozusagen. Dementsprechend, wenn wir nicht stören, werden wir einfach nur weiterhin im eigenen Saft schwimmen. Und das mag manchmal angenehmer sein, weil dann kriegt man auch mehr Zuspruch und weniger Gegenrede, weniger Hass, weniger Verleumdung. Aber wir kommen doch dann in der Sache nicht weiter, weil dann erreicht man halt die Leute, die sowieso schon das auch so sehen, beziehungsweise sich auch schon engagieren. Die kriegen das dann mit, die suchen die Informationen auf. Aber wir müssen so handeln, dass unsere Handlungen und das Unrecht, was herrscht, den Leuten, ja, friedlich ins Gesicht klatscht, auch wenn sie es eigentlich gerade gar nicht wollen, weil wir alle haben Gründe in der Gesellschaft, warum wir das so gerne wegschieben, warum es schwierig ist und es ist scheiße schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, zu konfrontieren mit der Situation, in der wir sind. Und das können wir verstehen, aber müssen es nicht hinnehmen, dass es so ist und wissen halt auch, dass wir das ändern können und müssen, wenn wir das Problem lösen wollen. Zusammenfassend also nochmal gesagt am Ende, die Störung, der disruptive Protest ist absolut notwendig. Wir müssen
eine konstruktive Spannung aufbauen in dieser Gesellschaft. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass wir ganz friedlich sind und bleiben, weil dann irgendwann, wenn die Spannung so groß wird und so viele Menschen sich involvieren und sich auf die richtige Seite stellen, da haben wir das Menschenvertrauen, dass dann ein Raum aufgeht für echte Verhandlungen, wie wir wirklich mal weiterkommen, ganz ehrlich. Und das wäre doch richtig toll. Und deswegen ist das ganz notwendig, weil auch nur das dann durch die Störung die Öffentlichkeit erreicht wird, die wir brauchen. Und wenn wir weiter erfolgreich sein wollen in unserem Tun, in den verschiedenen Bereichen, dann ist es wichtig, dass wir weiterhin auf dieses Element der Störung, dass wir das nutzen, dass wir damit arbeiten und nicht darauf verzichten. Das ist ganz, ganz essentiell. Vielen Dank euch.